Täglich pendeln viele Studenten zwischen den Wohnungen in Berlin und Brandenburg und der Uni in Cottbus. Durch die Baumaßnahmen der Strecke Berlin-Cottbus verlängert sich die Fahrzeit einiger Studenten beträchtlich. Somit stellt sich für einige die Frage, ob sie dem täglichen Pendeln ein Ende setzen sollen und sich eine Wohnung in Cottbus suchen. Möglichkeiten gibt es genug. Doch wie gelingt es bei den vielen Angeboten, das Richtige für sich zu finden? Wer endlich sein eigenes Reich haben will, der sucht sich eine Wohnung. Eine Wohnung zu finden in Cottbus ist natürlich relativ schwer. Erst preislich gesehen, ich habe einen Kachelofen. Da muss man natürlich immer schön dran denken, dass man rechtzeitig Anfang September Kohle bestellt. Alle zwei Tage im Keller mit Eimer und Kohleschippe. Und dann trägt man sich die Kohle hier hoch und dann hat man es irgendwann nach so 4 Stunden warm. Ja, zum Thema Kochen ist zu sagen, mache ich nicht oft. Ja, macht doch nicht so viel Spaß. Aber ich bin eigentlich vom Typ her auch nicht so, der sich hier so eine Tütensuppe macht. Ich gehe dann so einmal so lecker jeden Tag in der Mensa essen. Ich persönlich studiere Architektur und wir haben ja das große Glück hier in Cottbus ein Atelier zu besitzen und hier da auch eigentlich einen Platz. Aber eine Zeit lang habe ich auch mal hier zu Hause gearbeitet. Also zur Uni komme ich zu Fuß, also ein ganz kurzer Weg. Ich würde sagen, von der Tür aus 5 Minuten bis zur Mensa ungefähr oder auf dem Campus und dann bin ich schon da. Also, ja, der größte Vorteil eigentlich an einer eigenen Wohnung ist, man kann halt selbst entscheiden, was in der Wohnung passiert. Also egal, ob es jetzt Einrichtung ist oder Putzen, sauber machen überhaupt oder so. Also man muss halt selber entscheiden, ob man sich so wohl fühlt oder nicht. Man muss jetzt nicht irgendwie auf andere Rücksicht nehmen, vor allen Dingen. Echt ein Top-Platz hier. In Uninähe bietet das Studentenwerk Frankfurt-Oder Plätze in Wohnheimen an. Also ich habe die Probestudientage mitgemacht und da konnte ich mir schon mal das Studentenwohnheim angucken und das war okay. Also man ist echt nah an der Uni, also man stolpert aus dem Bett und ist in der Uni. Und ich wollte halt alleine wohnen, weil ich keine nervigen Mitbewohner haben wollte und das ist dann eine günstige Alternative. Und es ist natürlich auch schwer, eine Wohnung hier uninah zu finden. Und außerdem muss man sich halt um nichts kümmern hier. Also man hat die Pauschale, die bezahlt man. Und also du musst dich nicht um Müllabfuhr oder musst groß aufs Wasser achten. Kochen tue ich hier eigentlich nie. Also fast nie. Ich mache mir mal was warm, was ich von zu Hause mitgekriegt habe. Aber das war es halt schon, weil man hat auch nur 2 Kochplatten. Kein Ofen, kein Tiefkühlfach, also so viel Spielraum hat man auch nicht. Und man darf keinen Wasserkocher und auch keine Mikrowelle haben. Das steht im Mietvertrag drin. Es ist aber durchaus auch etwas eng hier dann. Also obwohl ich schon irgendwie 3 Tische habe, reichen die nicht, dann arbeite ich immer auf dem Boden. Und bei Gruppenarbeit arbeiten wir dann aber meistens im Atelier. Es ist nicht ganz leicht, einen Platz im Wohnheim zu finden. Es ist sehr begehrt. Das heißt, man sollte sich echt früh bewerben, so früh wie möglich. Und dann hat man eigentlich auch gute Chancen, einen Platz zu bekommen. Wem das zu einsam ist, der kann sich nach einer WG umschauen. Also ich habe mich für eine WG entschieden, weil es günstig ist, glaube ich. Oder weil ich eigentlich hier nach Cottbus kam und nicht wusste, wo ich wohnen sollte und erst überlegt habe zu pendeln. Und dann hat man mich so darauf angesprochen, ob ich nicht wollen würde, so mit Raisa und Sarah und Silke, die jetzt leider schon wieder weg ist. Und da habe ich gesagt, ja. Wir wohnen ja in einer Platte in Sachsendorf. Und ist jetzt nicht so prall zur Uni. Also wir brauchen mit dem Fahrrad über diesen scheiß Bahnhofshügel. Brauchen wir mindestens 20 Minuten und mit dem Bus auch 20 Minuten und mit der Straßenbahn brauchen wir 10 Minuten, und aber dann müssen wir noch latschen. Wir kommen eigentlich meistens zusammen, weil wir noch im Atelier waren und dann schmeißen wir unsere Sachen, die wir eingekauft haben, zusammen und dann kochen wir was Gesundes, vegetarisch. Oder wir arbeiten hier noch, seit wir jetzt mal endlich Internet haben, arbeiten wir auch hier.
Wir haben übrigens keinen Fernseher, ja? Was ja, auch ein guter Vorteil einer WG ist, dass man so gute Unterhaltung hat miteinander. Man hat halt trotzdem so sein Zimmer und man kann es zurückziehen und dann nimmt dann das auch niemand krumm oder so. Der größte Nachteil finde ich, also nichts gegen meine WG-Mitbewohner, aber so nach einem Jahr, man merkt schon, das ist so wie in einer Beziehung. Also ja, man merkt schon die ersten... Ja, man merkt schon so die Macken der anderen. Vor allem ist ein großer Nachteil auch wirklich die Entfernung zur Uni. Ja, das ist auf jeden Fall. Und wir haben halt, wie gesagt, wir sind hier in der Platte und... die Hellhörigkeit. Ja, genau, man kann halt nicht laut Musik machen.